Hallo, mal wieder eine Lehrstunde aus dem Leben. Hatte gestern was Neues entdeckt von Whiskas, und zwar die Knusperkissen. Also jedenfalls bei anderen, es ist auch weniger da drin, nur ein Zehntel davon. War von der Relation halt günstiger. Ich habe da gelesen, habe mich aufmerksam informiert. Meine Katze ist 9 Jahre, alles gut. Mit Huhn, Huhn isst sie gern. Lecker, gefüllte Knackets. Kann das jeder lesen? Oder ich kann es leider nicht. Das ist unfunder. Aber da steht lecker gefüllte Knackins. Sieht man ja auch, ist gefüllt. So weit, so schön, so gut, denkt man. Tja, denkt man. Konkret, wie geht man mit der Kamera ein bisschen zurück, damit man das Ergebnis sehen kann. Also das sind die lecker gefüllten Knackins. Wie man erkennen kann, die meisten sind eben nicht gefüllt. Da sind ein paar so vereinzelte Tunder, die sind mit Füllung, das sind die etwas größeren, dickeren, helleren, und die anderen sind ohne Füllung. Ich gucke, lass noch mal gucken. Wir können das lesen. Lecker gefüllte. Warte. Lecker gefüllt. Steht da. Lecker gefüllt. Also nur lecker gefüllte. Das ist sogar schon ganz offensichtlich Scheiße mit einer dicken Lüge. Die, wenn ich das weiß, also die waren ja alle. Scheinbar, das ist jetzt ein neues Motto. Bescheißt so gut wie ihr könnt, und zwar noch offensichtlicher, als es ohne schon macht. Meine Katze, wo ist die? Nun ja, die hat das ganze Spiel gesehen. Sehr bewundert findet sie das Ganze. Sie schnuppert dran, na, frisst es vorsichtshalber oder frisst es doch nicht. Hat er gesehen, sie schnuppert. Weil ich kenne meine Katze. Katze hört mich. Ich kenne meine Katze, das ist Katze. Meine Katze sagt, gefüllt sehr gerne, das ist ja geil, ne? Aber die ungefüllten, die mag ich nicht. Das sagt sie mir schon seit, wie lange habe ich meine Katze? Die ist jetzt 9 Jahre alt, dann habe ich sie seit knapp 9 Jahren. Von Anfang an gefüllte gerne, die ungefüllten, die Katze selber fressen. Naja, Katze sagt selbst nicht. Die guckt ganz einfach mich ein bisschen blöd um. Sie guckt ja nie blöd, sie guckt dann ein bisschen giftig oder entgeistert. Und denkt sich, was soll denn der Scheiß jetzt? Aber sie sagt nichts. Man hört ja keinen aus und nichts, man hört nur mich, der Besitzer. Ne, den Menschen von Katze ein bisschen remeckern und mosern. Das ist so die typische Reaktion von Katze. Habt ihr gesehen, also Katze ist da hingegangen. Da steht jetzt schon seit 3 oder 4 Stunden so Sahne. Das ist für mich ein Signal, friss das selber. Die tut lieber die 3, 4, 5 Stunden alle Sahneflecken jetzt, die sie die ganze Zeit nicht angerührt hat, als er die lecker gefüllten Knackis essen tut, die nicht lecker gefüllt sind. Die fühlt sich nämlich genauso wie ich, mich gerade von Whiskas verarscht. Katze fühlt sich, weiß nicht so recht, von wem sie sich das verarscht gefühlt oder verfehlen soll. Ich fühle mich jedenfalls von dieser Firma verarscht. Und zwar ohne Ende, obwohl eigentlich bis jetzt eigentlich alles zufrieden mit war. Katze ist halt ohne Lärm, macht das Ganze ohne Lärm. Die demonstriert halt auf ihre Art und Weise. Die saß jetzt wenigstens 6 Minuten vor dem Zelt und hat dann auch angeguckt, hat auch geschnuppert, ist das wahr? Gibt der mir wirklich das hier? Nach neben definitiv, dann Katze klar war, das ist definitiv so, der gibt mir genau das. Hat Katze sich kurz abgewöhnt, ich hab ja mitgekriegt, und jetzt schlabbert so die 3, 4, 5, 6 auch Stunden alte Sahne. Nach dem Motto, mach das nie wieder. Das ist wohl ihre Art zu sagen, mach das bitte nie wieder. Und so viel dazu. Eine kleine Lehrstunde in Sachen halt, wie verarschen uns die Firmen jetzt mit neuestem Stil? Ich lasse jetzt nochmal lesen, was das denn klappt, ist immer noch dasselbe. Lecker gefüllt, also nur lecker gefüllt, nicht irgendwie Mischung oder Mix. Da steht, dass alle letztendlich lecker gefüllt werden. Ist auch deutlich zu sehen, was sieht man hier, ich sag's nochmal ganz deutlich, eben nicht. Neueste Verarsche. Im Augenblick noch von Whiskas, ich weiß nicht, welche Firma das insgesamt jetzt auch umsetzt. Katze fühlt sich verarscht, ich fühle mich verarscht. Ende der Vorlesung. Punkt.